klar, das ist meine Eisrüstung. Nicht die Ausrüstung, die Eisrüstung. Die Küchenwaage, der Löffel und das Eis natürlich das Wichtigste. Ich habe endlich von Mookie das Caramel and Speculoos gefunden. Ich habe echt lange danach gesucht. Ich habe davon gehört, als ich vor ungefähr einer Woche aufgebrochen bin, auch nochmal auf einen kleinen Europa-Trip. Und habe es aber nicht mehr gefunden. Und deswegen war ich umso freudiger, als ich es jetzt am dritten Tag der Suche, als ich wieder zurück war, endlich gefunden habe. Die zwei Tage davor hatte ich kein Glück. Und warum ich so gespannt auf dieses Eis bin, werde ich euch jetzt sagen. Es ist, glaube ich, eine absolute Nachmache von dem Ben & Jerry's Speculoos Cookie Core, was es vor, ich glaube, vor 3 Jahren kam das raus. Vor 4 Jahren mittlerweile schon. Und dann haben sie es rausgenommen aus dem Sortiment. Ich war vor 3 Jahren war das super, super traurig. Und habe jetzt vor einem halben Jahr noch den letzten Becher davon gegessen. An dieser Stelle blende ich euch mal ein Foto davon ein und verweise euch auf das Video, was ich euch in der Infobox dazu verlinke. Weil ich habe das einige Male getestet und auch nochmal so eine Art, oh mein Gott, jetzt ist es weg, das ist der letzte Becher-Video gemacht. Deswegen bin ich so froh, dass es wieder da ist. Ich hoffe, es ist wieder da. Ich weiß es natürlich noch nicht. Allerdings gab es ja von Aldi und auch von Lidl jetzt neulich so ein Water Lotta Fake, was meiner Meinung nach eigentlich fast genau wie das Original schmeckt, und das hoffe ich mir jetzt auch von diesem hier. Ich bin gespannt, ob es so ist. Falls ihr es schon probiert habt, schreibt es gerne jetzt mal so jetzt sofort drunter, bevor ihr weiterschaut im Video, wie ihr das empfunden habt. Und damit wir mal einen Vergleich haben, werde ich euch jetzt einfach mal von Ben & Jerry's die Sorte zeigen, wie sie damals war, und diese hier. Aber zuerst gucken wir mal auf diese hier. Und achso, ganz kurz noch was zum Preis. Ich habe 2,59 bezahlt, 2,49. Ich weiß nicht, ich glaube, es war auch mal im Angebot, aber vielleicht kommt es auch mal ins Angebot für 1,99. Und ich weiß auch, dass die Preise variieren bei Aldi. Also das ist Aldi Nord, genau, das muss ich noch dazu sagen. Und Aldi Nord, in manchen Regionen kosten die Sachen nur 1,99. Und bei Lidl ist es genauso, bei uns aber nicht. Bei uns kostet alles 2,49. Und das hier ist die Originalsorte von Ben & Jerry's damals. Da seht ihr sie. Und es ist eine Karamell-Eiscreme mit einem Karamellkern, der halt so richtig krass crunchy war und krümelig. Und dann diesen Stückchen drin. Und was wir hier sehen, ist eine Karamell-Eiscreme mit einer Spekulatius-Zubereitung, was, denke ich, ein Kern sein wird. Hier sieht es sehr nach einem Kern aus. Und da auch. Und Spekulatius-Stückchen. Es können natürlich auch ein Swirl sein, aber das sieht wirklich... Ach nee, hier steht es ja sogar. Mensch, wir lesen keine Sklavenvorteile, ne? Mit Spekulatius-Zubereitungskern oder Spekulatius-Zubereitung-Kern. Ich bin so gespannt, ihr glaubt es gar nicht. Wir schauen mal ganz kurz auf die Zutaten und die Zusammensetzung. Wir haben 12% von dieser Spekulatius-Zubereitung und 6,5% Spekulatius-Stückchen. Und das vergleichen wir jetzt nochmal hier auf der irländischen Seite von Ben & Jerry's. Ist das nämlich sogar noch drauf. Vielleicht können wir da mal die Zusammensetzung so vergleichen oder die Zutaten zumindest ein bisschen. Das gibt es dort aber nicht mehr, ich war gerade da. Wir haben in Irland 7% Stückchen und 13% Spekulatius-Zubereitung. Das heißt insgesamt genau 20% Mix-Ins. Hier haben wir 0,5% weniger Spekulatius-Stückchen, 1% weniger Spekulatius-Zubereitung, also 18,5% Mix-Ins. Also es ist sehr nah am Original dran. Und die Zutaten hier bei dem von Aldi, ich mache die Waage nochmal kurz weg, das wollen wir gleich nochmal abwiegen, sind 28% Sahne nach der entrahmten Milch. Bei Ben & Jerry's sind es nur 26% Sahne, könnte also noch cremiger werden. Wasser, Zucker. Hier kommt sofort Zucker. Also ist sogar bei Ben & Jerry's Wasser erstmal, dann der Zucker. Verrückt. Also hier wird mit Milch und Sahne gearbeitet, hier mit Wasser und Sahne. Das heißt, es kann wirklich extrem cremiger werden als Ben & Jerry's, und es ist sogar zu hochwertiger von den Zutaten her. Die anderen Zutaten seht ihr hier. Ich gucke gerade mal, wie viel Zimt drin ist. Hier steht natürliches Zimtaroma, Orangenschalen und Salz und Gewürze. Das klingt richtig, richtig gut. Haben wir bei Ben & Jerry's auch sowas wie Orange drin? Mhm, wir haben sogar Muskatnuss drinnen, Honig haben wir drin. Das habe ich jetzt hier nicht gesehen. Nee. Also es ist doch ein bisschen unterschiedlich von Zutaten her. Mal schauen, wie es vom Geschmack her ist. So, so viel dazu. Und jetzt mache ich das Ganze mal auf. Aber davor wiegen wir das Ganze ab und ziehen wieder 24 Gramm ab. Dann haben wir den genauen Inhalt. Es sollen offiziell 434 Gramm Inhalt auf 500 Milliliter sein. Es fühlt sich auch relativ schwer an. Das heißt, es müsste 458 Gramm wiegen. Mensch, Punktlandung würde ich sagen. Klappt bei Aldi. Sehr gut.
Ja, hier wurde auf jeden Fall das Wort gehalten. Und jetzt gucken wir nochmal ganz schnell auf die Nährwerte hier. Wir haben auf 100 Gramm 291 Kalorien, 17 Gramm Fett, 31 Gramm Kohlenhydrate und 3,3 Gramm Eiweiß. Und bei Ben Jerry's damals war das so. 310 Kalorien auf 100 Gramm, 20 Gramm Fett, also mehr Fett. Wahrscheinlich wurde da mit mehr Ölen gearbeitet, weil hier ist ja definitiv trotzdem mehr Sahne drin. 28 Gramm Kohlenhydrate, hier sind es 31, also hier ist mehr Zucker dafür drin. Und 3,8 Gramm Eiweiß, hier 3,3. Also bei Ben Jerry's mehr Fett, weniger Zucker, weniger Proteine und hier das Gegenteil. Jetzt wird es aufgemacht. Echt immer der spannende Moment, vor allem bei den Chorsorten. Ich hoffe, man sieht ihn schon von oben. Man kann ihn erahnen darunter, man sieht ihn aber noch nicht so richtig, wie es oft bei Ben Jerry's der Fall war. Auch hier, schaut doch gerne ins Video rein. Aber ich sehe auch schon Stückchen und die Karamellbasis sieht auch schon echt gut aus. Ich hoffe wirklich, es kommt nah dran. So sehr. So, hier habe ich wieder meinen Lieblingslöffel zum Eisessen. Es ist sehr gut angetaucht, es ist verdammt dicht und verdammt cremig. Oh wow. Die Basis schmeckt ganz anders. Nicht ganz so würzig wie bei den Ben Jerry's damals, dafür viel, viel cremiger und karamelliger. Das hier ist eins von diesen Stückchen. Und es sollte einfach ein Spekulatiusstück sein. Relativ klein. Bei Ben Jerry's damals waren das so richtige mit so einer Butterfettschicht ummantelte Stückchen. Hier sieht es erstmal nicht ganz so fettig außenrum aus. Genau, diese Fettschicht ist hier nicht so vorhanden. Das ist mehr wirklich einfach ein Kekskrümelchen. Und trotz Fettschicht war das bei Ben Jerry's immer relativ knautschig. Gar nicht so krümelig. Mal schauen, wie das jetzt hier ist. Es schmeckt original wie Spekulatius. Das Weihnachtsgebäck Spekulatius. Aber es ist nicht sehr krümelig. Es ist auch hier sehr, sehr aufgeweicht und knautschig. Und jetzt kommt natürlich das Spannendste, der Kern. Ich komme hier noch nicht so ganz ran. Der scheint im Gegensatz zu Ben Jerry's uns immer hier sehr klein anzufangen. Ich hoffe, er wird nach unten hin noch größer. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen buddeln, um da richtig ranzukommen. Das sieht gerade ein bisschen enttäuschend aus, ehrlich gesagt. Aber nur für den Geschmack schon mal. Da ist er. Er sieht genauso krümelig auf jeden Fall schon mal aus. Das ist ein gutes Zeichen. Mhm. Er ist verdammt zuckrig. Er schmeckt nicht so extrem würzig wie damals bei Ben Jerry's. Was, glaube ich, einigen sehr gut gefallen könnte. Ich mochte dieses extrem würzige. Das ganze Eis ist in allem milder als das Original damals. Das ist meine Meinung. Ich werde es auf jeden Fall nochmal kaufen. Ich finde es richtig gut. Aber wie gesagt, hätte ruhig noch würziger sein können. Jetzt buddeln wir mal weiter. Okay, und jetzt seht ihr mal ganz gut, dass der Kern noch gekommen ist. Und ja, nach unten hin auch echt groß wird. Ihr seht es hier. Er ist verdammt breit. Sonst war es bei Ben Jerry's immer so, dass der nach unten hin richtig wenig war und oben viel. Hier ist es andersrum. Und er schmeckt wirklich gut. Er schmeckt sehr, sehr, sehr würzig. Ich finde ihn auf jeden Fall besser als die Mix-Ins. Ich meine, als die Stückchen. Weil der Kern im Gegensatz zu den Stückchen richtig, richtig crunchy ist. Der ist richtig hart. Also kommt man kaum rein, so hart ist der. Ich glaube, er ist noch dichter und fester als bei Ben Jerry's damals. Also darauf müsst ihr euch gefasst machen. Gutes Eis, ich werde es auf jeden Fall nochmal kaufen. Das ist eine absolute Empfehlung. Ich bin froh, dass es jetzt zumindest von Aldi wieder rausgekommen ist. So schade, dass Ben Jerry's so viele gute Sorten rausnimmt. Schreibt mal drunter, ob ihr diese Sorte damals gemocht habt von Ben Jerry's. Und vergesst Däumchen und Abo nicht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, würde ich sagen. Und ja, schreibt auch bitte mal drunter, ob ihr es schon probiert habt.